So, Einheiten wählen. Und du fliegst erstmal raus, Mädel. Und dafür reinkommt... 15. 15 ist schön. 15 braucht man nicht. Ah doch, braucht man, Jaffa. Ja, 15 ist eine schöne Zahl. Da können wir alle mitnehmen. Gut, dann verteilen wir jetzt mal die Status-Items. Erstmal die Stiefel. Die kriegt... erstmal Jaffar, du gibst den Seelenpakt ab. Und die Eisenklinge und nimmst dir eine gescheite Waffe. Silberschwert mal noch nicht. Nee. So, dann, Ninian ist hier. Nehmen. So, wir haben noch eine Engelsrobe, ein Geheimbuch, ein Talisman und einen Lebensring. Frage ist, wem geht man was? Und wer hatte die Stiefel? Du hattest die Stiefel. Abgeben. Und Stiefel verwenden. Und schon kann Ninian weiterlaufen. So, die Engelsrobe erstmal. Ich glaube, die gebe ich Eliwood. Weil der wird auch hinterher ein paar KP-Probleme haben. Haben wir die Engelsrobe nicht schon Lynn gegeben? Die erste, wir haben noch eine. Ach so, ja. Geben wir sie Eliwood. So, Geheimbuch war für die Fähigkeit, oder? Fähigkeit, Resistenz, Consti. Würde ich sagen. Also können wir entweder denen geben, die sowieso schon übelst krass sind und erhöhen das noch weiter, oder nehmen die, die es am schwächsten haben. Also wäre die schlechteste Fähigkeit, würde ich mal sagen. 17, 23, 22, 22, 22. Ja gut, dass die Null hat, ist klar. 18, 18, 14. 14. Ja gut, du sowieso. 15, 18, 25. Ja gut, du sowieso. 15, 18, 25. Kann das, würde ich sagen, oder? Fähigkeit ist für was nochmal gedacht? Trefferchance und Ausweichrate. Und Kanas hat schon ein paar Mal daneben gehauen. Ja, okay, dann kriegt das Kanas. Während Dart halt noch seine Crit-Chance hat. Ist ja eigentlich sowieso sein Geheimbuch, also von daher. Stimmt. So, was war Talisman nochmal? Resistenz. Damit könnten wir entweder Priscilla noch weiter hochpushen. Oder ich würde fast sagen, wir geben es Heath. Wäre ich auch dafür, weil Heath hat eine Resistenz von gerade mal 11. Was haben wir denn sonst für Resistenzen? Oh. Ich glaube, Ellie wird auch nach der Entwicklung nicht sehr viel Resistenz haben. Aber, mit Ellie kann man aufpassen, dass man ihn nicht so in Magier reinschickt. Heath, dadurch, dass er fliegt, werden wir nicht drum rumkommen, ihn auch teilweise in Magiergruppen reinzuschicken. Hast recht. Also, einmal Talisman für dich. Und Consti war, glaube ich, bloß zum Retten. Ja, Consti ist nur Retten. Dann geht das hier mit der Schlechtesten. 7, 6, 5, 9, 4. Das war Ninian am Schlechtesten. Aber Ninian brauchen wir es nicht geben. Richtig. Nee, dann würde ich sagen, geben wir es wieder einem der beiden Flieger. Weil die sind am besten dafür geeignet, um Leute aus blöden Situationen rauszuholen. Das wäre dann Florina, weil die hat nämlich plus 5. Nee, halt, Hilfe, das ist der Rettungswert. Was ist denn dann Consti gleich wieder? Ach doch, Rettungen. Max Rettungskonstitution. Kann Einheiten mit niederer Consti... Hä? Blick ich jetzt nicht. Was macht Konstitution? Konstitution oder physische Statur beeinflusst Rettungen. Max Rettungskonstitution kann Einheit mit niederer Konstitution retten. Das heißt, die Konsti sollte man eigentlich niedrig halten, oder wie? Ja. Wieso dann der Körperring? Lebenring. Lebenring. Dann lassen wir den mal stecken. Ja, würde ich auch sagen. So, Einheiten. Passt.
Die Erneuerung braucht man nicht mehr, aber dafür den Schmiedestab nehmen wir jetzt mit. Schade, dass wir den nicht hier in dem Bildschirm verwenden können. Ja, ist schade. Du nimmst dir Tosen. Ninjan kriegt den Zorn, genau. Ah, das Schneejubel können wir auch mal verscherbeln. Machen wir das mal eben. So, und wir nehmen Matthew mit? Wieso nehmen wir Matthew mit? Weil er noch eingestellt war. Nein, nicht verkaufen. Tauschen. So, und die Erholung kommt erstmal in den Fond, oder? Ja. So, was diese ganzen unnötigen Auflevelungsdinger, die können wir eigentlich auch mal entweder jetzt verbraten oder... Na, wir haben jetzt wieder genug Platz. Okay, die hier passen alle. Abgesehen davon, dass sie nach wie vor keine Stahlaxt haben. Für, Dingen Start, aber der braucht ja auch nicht wirklich, das ist ja der Witz. Bevor ich jetzt Matthew rausschmeiße, checke ich mal kurz die Karte, ob hier irgendwas zum Klauen gibt. Nein, 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 aber einen Haufen Scharfschützen. Nein. Leitstern. Braucht man nicht, aber gäbe einen Haufen Kohle. Aber trotzdem, das ist ein Argument. Und eins reicht nicht. Okay, weiter. Lichtrune, die können wir brauchen. Die wird geklaut. Okay, Matthew kommt mit. Weil Lichtrune wollen wir, ich will jetzt nicht sagen, nicht so unbedingt wie den Delphi-Schild, aber die brauchen wir. Leute, Schwertmeister. Aber zum Glück mit einer Lichtklinge und nicht mit einem Schnitter. Aber das Blöde ist dein Item. Die Eisenrune verhindert Criticals. Was natürlich dafür sorgt, dass wir die unbedingt haben wollen. Richtig. Wasserjuwel, noch ein Argument. Okay, er kommt mit. Allein die Lichtrune reicht völlig. Muss mal aufpassen, wer was hat. Alter, wie viele Einheiten das sind. So, dann passt die Aufstellung so. Formation. Eliwood müssen wir hier hinten lassen, genau wie Lündis. Lündis einfach, weil hier Flieger kommen. Und Eliwood deswegen, weil wir mit einem der Flieger reden müssen. Müssen wir? Ja, müssen wir. Ach ja. Auswählen geht nach vorne. Du auch. So, also mal gucken, wo sind die alle, mit denen wir klauen können? Das eine war der Bogenschütze da oben. Nein. Der hier. Dann der da. Und dann noch der da. Okay, also. Drei Fronten und an jede sollten wir einen schicken. Hier sind viele Schwertkämpfer und Bogenschützen. Das heißt, hier gehen mal Dart und Oswin hin, würde ich sagen. Quatsch. Oswin und Florina, weil die mit ihrem Delphi-Schild jetzt ja den Bogenschützen problemlos standhalten kann. Ja. Hier sind ein Haufen Lanzentypen. Das heißt, das ist ein Job für Dart. Ja. So wie für Hector. Hier sind Lanzenheinis, aber Ritter. Das heißt, da schicke ich mal Heath hoch. So, und ist an jede Front noch ein Magier am besten. Dann, das hier ist mit Oswin eine ziemlich langsame Front. Das heißt, hier kommt Kanas mit. Mit Jafar und Heath sind die schnell. Das heißt, die werden von Priscilla begleitet. Und Lucius geht dann ergo hier mit. Genau, und Ninjan geht sowieso bei Oswin mit, damit er überhaupt von der Stelle kommt. Richtig, während Raven auch noch oben mitkommt. Ja, nee, wobei Raven muss sogar hier mitschicken, weil der halt auch eine Axt tragen kann. Du musst aber bedenken, ja, das hier ist jetzt ungefähr die Hälfte der Einheiten. Ungefähr nochmal so viele werden nachspawnen. Richtig. Also. Ja, dann schicke ich Raven auch noch mit hier hoch. Okay, dann los geht's. Gut. Und nochmal speichern, sicher ist sicher. Ab geht's. Ja, ich will Merlinus wieder einsetzen.
Und Entschuldigung für den kleinen Cut, meine Festplatte ist vollgelaufen. Zum Glück haben wir es noch rechtzeitig gemerkt. Ja. Nochmal eine verlorene Aufnahme braucht man nämlich wirklich nicht. Und, was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, genau, ich glaube, wir lassen vielleicht doch noch einen hier. Weil da kommt schon ein Haufen Einheiten nach. Ich weiß nicht, ob Lündis... Also Lündis wird mit denen allen fertig. Bloß wird's halt doof, wenn sie sich dann anders überlegen und auf Merlinus oder so losgehen sollten. Ja, und das Geile war auch, was eigentlich... eigentlich war das meine Idee, noch eine Einheit da zu lassen, weil... ich meine, Hiok hat das Game hier ja schon ein paar Mal durchgezockt und bei ihm hat das immer funktioniert, aber bei mir, als ich das mal gespielt habe, sind die Wyvern-Ritter aus welchem Grund auch immer auf Eliwood losgegangen und das wollen wir halt vermeiden, weil Eliwood ist der einzige hier, der drei Wyvern-Ritter nicht wegsteckt. Wie gesagt. Zumindest nicht, wenn sie treffen. Also, wie gesagt, ist bei mir noch nie passiert, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also dann bleibt, würde ich sagen, Heath hier, weil mit denen werden, glaube ich, Hector und Dart auch alleine fertig. Ja. Und ein Ballisten-Crit, können Ballisten überhaupt critten? Hier nicht mehr, glaube ich. Trotzdem, ein paar Ballistentreffer und dann auch noch ein blöder Crit braucht Heath nicht wirklich. Eben, zumal die Ballisten sowieso finden, dass er arg weit kommt. Florina muss ich um die ja keine Gedanken machen. Ja. Also gut, fang mal an. Erstmal Schmiedestab einsetzen. Um das Wolfball zu reparieren. Alter, diese Mega-Axt einfach. Achso, das hatte ich jetzt schon wieder ganz vergessen. Wegen was wollten wir jetzt Märchen nochmal mitnehmen? Die Lichtrune. Ach ja, klar, genau. War da nicht sogar noch was? Ja, noch ein Leitstern. Ach ja, genau. Leitstern wegen... Money, money, money. Und Lichtrune, weil wegen wichtig. Richtig. So, also. Gut. Oswin sollte hier lang gehen. Ja. Der kann gleich mal den ersten Myrmidonen da. One-hitten. One-hitten, wollte ich gerade gesagt haben. Und Entschuldigung, wenn ich ein bisschen komisch klinge. Scheiß Pollen. Ja. Wow! Der Myrmidon hätte sogar eine 22%ige Chance gehabt. Ein dreifach Null, dreimal Null Schaden zu machen. Ja. Und Florina macht genauso viel Schaden wie Oswin, möchte ich mal festhalten. Ja. Oswin ist auch keine Einheit, die jetzt übelst reinsemmelt. Aber steckt halt ewig viel weg. Genau. So, und er dürfte ungleich viel mehr mitgehen. Ja. Oswins Verteidigung dürfte mindestens doppelt so hoch sein wie die von Florina. Ja, kommt hin. Und Ninian sollte hier noch mit. Ich hätte jetzt gesagt, Ninian tanzt einmal für Priscilla, damit Priscilla sich noch von der Stelle bewegen kann. Na, die sie auch fährt. So. Die kommt schnell genug hinterher. Und so kommt Kanas noch zum Angriff. Und kann den letzten Myrmidon one-hitten? Naja, fast. Er schaltet ihn auf jeden Fall aus. Boah, wenn jetzt ein Crit gekommen wäre. Wäre so typisch gewesen. Wobei der für seine Crit-Shops echt selten crittet. Ja, wenn jetzt der erste ein Crit gewesen wäre, dann hätte ich. Wäre das schön gewesen, dann hätte ich sagen können, doch, er kann ihn doch one-hit. Ach so. Aber. Ach komm, nimm deinen Wolfball. Haben wir gerade repariert. Ich meine, wie viel wird er damit austeilen müssen? Zwei Schläge? So, aber Eisenaxt lang, die Meisterachs braucht man nicht verschwenden. Nein. So, dann geht ihr mal hier in die Wälder. Heath bleibt auch unten. Gut. Und ihr geht oben hin. So. So. Und so. So, und Lucius geht hier mit, als Heiler. Und Matthew noch hier nicht. Hier spawnen ja die Wyvern-Ritter, ne? Ja, nach einer Zeit kamen die irgendwann. Ja. Ich weiß nicht, ob die irgendwas getriggert hat, aber die kamen, also bisher sind sie immer gekommen. Ja. Ui, Silberlanze. Ey, Critical. Sieh mal an.
Und Booms, epische Crit-Animation ever. Ja, ein extra Schwung. Ja, reicht doch. Raumtaucher. Ja, da brauchst du ja keinen Crit. Mit dem Wolfbeil ist immer schön, wenn er damit crittet. Ja, weil's. Weil halt Wolfbeil. Ja, genau. Also ich. Oh, Banditen. Wir sollten vielleicht ein bisschen schneller zum Dorf gehen. Fast schon ein bisschen. Weil ich meine, ja, in dem Dorf war ja auch was, was wir eigentlich haben wollten. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, wir wollten es haben, ja. Irgendein Stab oder so. Ja, und das sind ein Haufen Einheiten und das sind nicht alle. Da kommen noch mehr. Ach was. Trotzdem ist das hier ein Kapitel, wo vergleichsweise viele der Gesamteinheiten am Anfang schon da sind. Ich glaube, es ist sogar 50-50. Naja, besser als im Hector-Mode. Im Hector-Mode spawnen hier auch nicht. Spawnen hier genau die gleichen Einheiten. Aber andere Einheiten. Nur gemeinere Waffen. Ja, und welche mit ein bisschen gemeineren Waffen. So geringfügig. So total. Also, ja gut. Ich meine, komm, die haben dann halt sowas Lustiges wie Schweigestäbe, Berserkerstäbe und sowas Lustiges halt, ne? Mhm. Ach so, und dann noch jede Menge, hier, Schamanen. Nee, Druiden. Nee, Druide war die Weiterentwicklung. Ja, Druide. Ja, so Druiden mit Luna und Eclipse und Nosferatu und ja, so dieser ganze Spaß halt. Yep. Schöner One-Hit, mein Herr. Mhm. Ich hätte Priscilla vielleicht und mal ein neues Buch geben sollen. Stimmt. Aber da unten sind doch sowieso ein paar Läden zum Einkaufen. Ja, das bringt Priscilla da oben aber nichts. Stimmt. Aber trotzdem, für diesmal wird es noch reichen. Wieso haben wir hier so einen fast komplett verbrauchten Donner? Das kann ich dir nicht beantworten. Na. Trotzdem, wenn wir Priscilla den auch noch geben, dann sollte es reichen. Ja. So. Matthew. Was hat denn der für eine Reichweite? Bis zu den Bergen, okay. Und wem wollten wir noch was klauen? Achso, den, das Wasserjuwel. Das Wasserjubel ist aber relativ wane. Ja, trotzdem. Wenn wir dich jetzt ausschalten. One Hit, aber aalglatt. Und was du vorher erwähnt hast mit dem Trigger für die Wyvern-Ritter. Es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder dadurch, dass wir irgendeine Linie übertreten. Weil das ist eigentlich das einzig Sinnvolle. Oder vielleicht noch das Dorf. Aber wie gesagt, bisher kamen sie immer. Ja, ich tippe ja darauf, dass hier irgendwas Bestimmtes. Ja. Wir können ja einfach mal beobachten, was wir so alles tun. Und wenn sie dann kommen, können wir mal gucken, was es jetzt gewesen sein könnte. Ja, klingt nach einem Plan. Von den allen hier hat, glaube ich, ja, Kahn ist das niedrigste Level. Ach, die schon Level 20? What? Was? Wann ist die Level 20 geworden? Hä? Ich bin mir sicher, die war im letzten Level noch 18. Das haben wir irgendwie verpeilt. Oder verpennt, oder was auch. Weil im Ernst, seit wann ist die Level 18? Seit Level 20? Ich weiß es nicht. Ich bin mir 100% sicher, dass die zuletzt noch 18 bzw. allerhöchstens 19 war. Also ein steht fest, die Stiefel haben wir der auf jeden Fall gut gegeben. Weil ich glaube, Ninjan bringt die echt am meisten. Ja, aber hä? Und ich glaube, ich stelle Kanas hier jetzt mal gleich mit Flux, mit Nosferatu rein, damit der einfach mal ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt. Weil der hat eine gute Defense. Da steckt der weg. Gut, dann lasse ich mal Florin und auch den hier ausschalten, damit er durchkommt. Und dann stelle ich ihn. Oh, Lanzenmeister. Okay, dann halt mit dem Schwert. Und dann stelle ich ihn mit einfach Nosferatu in den Wald. Ja, da trifft ihn keiner und er zimmert alles weg, was ich bewege. Der Critical kam ja früh. Ja. Von dem Treffer mit 28% mal abgesehen. Ach, Lappalien.
So. Nosferatu hat noch 18. Dann lasse ich ihn aber mal in der Defensive. Ja, sollen die anderen doch angreifen. Richtig. Wenn sie wollen, können sie.